Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Monster Hunter. Und ich habe hier direkt ein Monstervieh, das mich umhauen möchte. Ein Wildschwein. Ja, in der letzten Sequenz haben wir ja das gute Vieh entdeckt. Beziehungsweise die guten Fische. Das habt ihr ja noch gesehen. Und nun geht's daran, dieses Vieh zu töten. Weil wir scheinbar dann... ja, fischen können. Vorher können wir nicht fischen, ne? Das Ding ist, wie zur Hölle soll ich das jetzt machen? Okay, ich gucke jetzt mal, ob ich blocken kann. Okay, das kann ich. Okay, ich weiß noch nicht genau, wie ich hier kämpfen soll. Ich muss erstmal so einen Rhythmus irgendwie erwischen. Okay. So, komm, greif an. Ich sehe doch, dass du angreifen willst. Okay, jetzt ist es dahinter. Naja, gut, dann muss ich kurz warten, wahrscheinlich. So, hier ist eine Fischstelle dann, wie es aussieht. Wie ich hier genau fische, weiß ich dennoch nicht. So, wir müssen hier auf jeden Fall ruhig kämpfen. Das, so viel habe ich schon mitgekriegt. Also man muss sich, darf nicht hier wild rumhacken, wie, keine Ahnung, bei Devil May Cry. Sondern muss hier ganz ruhig, wie bei Demon's Souls und so und Dark Souls, auf jeden Fall immer mal einen Schlag und dann blocken und dann die Patterns von dem Gegner lernen, wie die halt angreifen und sich bewegen und all solche Sachen. Das muss man irgendwie analysieren und das mache ich jetzt einfach mal. Und momentan sieht es ja noch ganz gut aus. Ich sollte auch das Schwert immer wegstecken, weil es ist, ich laufe sehr langsam, wenn ich das scheiße. Wow. Und nicht diesmal habe ich keine Ration oder sowas eingepackt. Das ist sehr ungünstig. Will ich mal behaupten. Weil ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt auf ein Wildschwein treffe. Also. So, komm. Okay, sehr schön. Dann können wir jetzt nochmal zulangen und der ist tot. Sehr schön. Das erste größere Vieh. Was allerdings kein Dino war, ne? Aber trotzdem. Bullfango Pelz. Okay. Bullfango, ist es ein Wildschwein? Eigentlich nicht, ne? Weiß nicht, was Wildschwein auf Englisch heißt. Okay, hier geht es nämlich. Sehr schön, okay. Dann probieren wir das Ganze mal. Und ich muss gucken. Und ich muss dann X drücken, sobald das Ding irgendwie... So, hab ich's? Hab ich's? Oder muss ich jetzt noch mehr Tricks? Okay, ich hab's. Boah. Knife McElroy. Okay, wollen wir das nochmal probieren? Ja, nee, nicht mit dem Schwert. Mit der Angel, ne? Auch wenn es mit dem Schwert vielleicht auch ginge. So, wir testen das nochmal. Direkt beim ersten Mal. Das kann ja nicht wahr sein. Na, komm. Beißt einer an? Einer, komm. Da kommen zwei gleich. Oder ist der Köder weg? Ja, sie haben ihren Köder verloren. Naja, scheiße. L2 und dann Kreis. Okay, dann habe ich einen Wurm. Dann packe ich das mal hier rein. Und. Ja, geil. Sie haben nichts gefangen. Da habe ich zu früh gemacht, scheinbar. Ja, hätte ich es doch irgendwie sein gelassen, dann hätte ich es mir sagen können, 100% Quote vom Fischen. Oh, jetzt, komm. Das Riesen-Ding. Rumblefisch, ja, so hat er auch, so sah es auch aus, hat gerumpelt. Okay, dann mal zurück. Würde ich mal jetzt grob sagen. So, wenn ich jetzt wieder zurückfinde, ist natürlich doof. Ist die Karte dann nicht irgendwann auch aufgedeckt, wenn ich hier öfter war? Oder muss ich mir dafür erst die Karte anschauen? Was ist denn das für einer hier? Ist das ein Gegner? Der will auch nicht mit mir reden. Na? Wer bist du? Ich will dich töten. Naja, dann halt nicht. Was weiß ich, was das vom Vieh ist. So. Dann haben wir jetzt im Prinzip alle Basic-Quests abgeschlossen. Das ist schon mal viel wert. Jetzt können wir nämlich die Stufe 2 Quests wahrscheinlich machen. Ich hoffe, ich bitte drum, dass es jetzt funktioniert. So, wir gehen jetzt hier lang. Ja, hier lang muss es gehen, genau.
Weil links würden wir dann zu 7 kommen, genau. Und das wäre dann halt eine Sackgasse. Ja. Da versagt direkt meine Stimme. So, dann dürfte jetzt nach und nach auch... oder dürften nach und nach die Steine auch weggehen. Der erste Stein ist ja quasi schon weg. Die anderen müssen wir dann mal nachschauen. So. Okay, naja, gehen wir das Zeug mal ab, würde ich sagen. So, gib ab. Ach nee, ich muss einen Sushi-Fisch finden. Scheiße, ach. Am Arsch. Ja, ihr habt wahrscheinlich direkt schon einen Bildschirm angeschrieben. Angeschrien. Ja, ach, angeschrien. Was sage ich denn? Was ist denn heute los? Unfassbar. Ja, ich brauche einen Sushi-Fisch und keinen komischen anderen Fischmann. Ich dachte, ja, ich... Da habe ich jetzt ja auch nicht mehr drauf geachtet, dass ich einen bestimmten Fisch brauchte. Das hätte ich natürlich irgendwie eher mitkriegen können. Ach, scheiße, Mann. Jetzt haben wir wieder Zeit verloren, jetzt müssen wir da hinlaufen und dann müssen wir erst wieder das richtige Vieh finden und... Ach, scheiße. Ach, Mann. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Dabei haben wir doch nicht so viel Zeit hier. Wir haben doch nicht so viel Zeit. So, links ging es auf jeden Fall dahin. Ja, meine Energie, die neigt sich auch bald dem Ende zu. Also lange kann ich hier draußen nicht mehr bleiben. Scheiße, Mann. Jetzt ist das Vieh wieder da. Ach, Mann. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, komm. Scheiße. Ich dachte, ich krieg noch einen dritten Schlag hin. Ja, seht ihr, also man muss doch schon echt aufpassen, was wir denn hier machen. Scheiße. Ja, jetzt ist meine Leiste, meine gelbe Leiste auch noch weiter gesunken. Das ist alles nicht so toll. Komm, 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 komm. Ja, komm, er hat schon gerampelt. Okay, Waffenkraft reduziert, das ist nie so schön. Okay, was machst du da oben? Was macht er jetzt da oben? Wieso kommt er da? Läuft da irgendwas schief? Naja, scheiße, das ist er da hinten. Da komme ich natürlich nicht hin. Mann, Mann, Mann. Komm her jetzt. Komm her. So. Wo ist er jetzt? Ist er da hinten? Na, komm, komm, komm. Komm. Nein, er ist nicht tot. Scheiße. Block, block. Okay. Alter. Ja, ich muss irgendwie das alles so ein bisschen besser koordinieren. Jetzt brauche ich natürlich mehr Zeug, um ihn zu töten, denn meine Waffenkraft hat ja abgenommen und alles. Okay, er ist tot, oder? Sehr schön. Oh Gott, ey. So, ausweiten und dann probieren wir das Ganze nochmal mit dem Fischen hier. So, mal gucken, ob da auch irgendwie auch noch ein Sushi-Fisch rauskommt. Muss ja. Oder ich muss an andere Stellen hin, ich weiß es nicht. So, komm, 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 beiß an. Beiß, beiß, beiß. So. Ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich, ich hab dich. Und? Eine Knife Macarai. Okay. Vielleicht... Ist es auch der falsche Ort hier irgendwie? Na, na, na. Scheiße. Das war zu... Nee, das war zu spät sogar, ja. Okay, ich guck einfach mal hier. Was ist denn hier eigentlich? Stone erlangt, ja. Was habe ich da jetzt gekonnt? Mit dem Stone? Man weiß es nicht. So... Okay, hier hoch kann ich auch. Und was bringt mir da? Hier hätte ich vielleicht vor dem Wildschwein irgendwie wegrennen können vielleicht. Ich weiß es nicht. Na gut. Ja, wenn ich jetzt die Ebene wechsle, in Ebene 12 könnten wir jetzt nochmal gucken, dann ist das Wildschwein wahrscheinlich wieder da. Und wenn hier kein Wasser ist, dann bin ich so ziemlich am Arsch. Okay, hier geht's runter. Ja, hoffentlich ist das Wildschwein nicht da. Da ist Spiderweb. Was sind denn das für Viecher, Junge?
kann man die töten? Okay, sind die anderen jetzt böse auf mich? Nee. Zumindest ist das nicht so wie in Dark Souls. Dann kann ich mir zumindest nichts versauen. Okay, das wird schon da. Das ist voll der Scheiße. Okay, komm. Scheiße. Nicht, dass wir jetzt das erste Mal sterben jetzt hier. Das wäre voll kacke. Warte mal, haben wir jetzt irgendwas, was wir nutzen können? Okay. Rosafarbene Schuppe. Ja, Rare 4. Stun Mushroom. Einen paralytischen Effekt herbeigeführt. Okay. Fisch, der beim Sterben aufbricht. Ablegen. Kann ich nicht irgendwie grillen oder so? Scheiße, Mann. Okay, wenn ich jetzt vielleicht Raw Meat mache. Ich gucke einfach mal, ob ich es hinkriege. Nein, nein. Ich wollte es doch nicht ablegen. Ich wollte es grillen, Mann. Ach, ich habe ja gar keinen Grill mit. Stimmt. Ach, scheiße. Ach, alles ist ein suboptimal. So, komm, komm, block, block, block. Okay. So, wo ist er? Der ist aber auch wieder da hinten, ey. Und die Zeit läuft uns davon. Das ist unfassbar. So, komm, komm, komm. Vielleicht haut's ja hin. So, ach, scheiße. Ich hoffe, der hat nicht immer wieder neue Energie, wenn ich hier rausgehauen werde. Aber ich glaub's schon, ne? Ich glaub's irgendwie schon. Ah, nee. Okay, doch nicht. Alter Vater, ey. Scheiße, scheiße, scheiße. Vor allem, wenn wir das, die Würmer hier ausgehen, dann muss ich Quest normal machen. Das ist echt beschissen. So, Viereck. Dann haben wir einen Stone. Ja, dann machen wir halt mal, dann probieren wir es halt nochmal. Und versuchen jetzt die restliche Zeit irgendwie noch vielleicht den Sushi-Fisch zu fangen. So, ganz doll aufpassen. So, okay, den haben wir schon mal. Knife Makerei. Mann! Deswegen haben die mir wahrscheinlich so viele Köder mitgegeben. Weil ich erstmal ein bisschen fischen soll. Und dann irgendwie das... Hat es sich bewegt? Nee, jetzt. Scheiße, es war zu spät. Sie haben nichts gefangen, okay. Es war nicht zu spät. Aber es hat nicht funktioniert, wie es scheint. Okay. Bewegt sich. Jetzt. Nein! Muss ich vielleicht in dem Moment genau das drücken oder was? Okay, meine Energie neigt sich dem Ende zu. Das läuft nicht mehr lang gut hier. Na, komm, 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 komm. Komm, beiß an. Beiß, beiß. Ich konzentriere mich nur noch auf den Schwimmer jetzt. Nein, das war zu früh. Scheiße, Mann. Ach Gott, ey. Naja, liebe Freunde, in der Zeit, wo ich hier noch ein bisschen fische, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Das war jetzt ein Griff ins Klo irgendwie, mehr oder weniger. Wir sehen uns morgen um 16 Uhr, nee, 17 Uhr bei Let's Play Monster Hunter. Und ich kriege immer nur Knife Makerei. Ich weiß nicht. Naja, macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.